Segeln rund um den Globus. Das ist das Motto des Volvo Ocean Race, einer der wohl bedeutendsten Segelregatten der Welt. Seit 2006 startet das Rennen alle drei Jahre im Herbst in Europa und führt durch den Atlantik, Afrika umrundend, in den Südpazifik nach Amerika und findet schließlich in Europa sein Ziel. Bereits seit 2001 ist Volvo der Hauptsponsor dieses Sportabenteuers, das in seinem jüngsten Wettbewerb 2011 im spanischen Alicante startete und nach 8 harten Monaten und zurückgelegten 40.000 Seemeilen im irischen Hafen Galway sein Ziel findet. Bauforum 24 TV hatte Ende Juni während der vorletzten von 9 Etappen im französischen Lorient die Chance, das spannende Event hautnah mitzuerleben. Elin Swanström von Volvo stellt die große sportliche Herausforderung und das eingesetzte Equipment vor. Die Segeljachten in diesem Rennen werden Volvo Open 70 genannt, weil sie 70 Fuß lang sind. Es sind 11 Crewmitglieder auf jeder Yacht, 10 Segeln und ein Crewmitglied filmt die Aktionen. Die Teams hatten natürlich schon ein paar Verletzungen und auch Schäden an den Yachten, aber wir hatten noch keine ernsthaften Verletzungen der Crewmitglieder. Ein paar fehlende Zähne und so, aber solche Dinge sind einfach zu verarzten. Nur sind die Crewmitglieder auf sich gestellt. Sie müssen sich selber helfen und bekommen nur Unterstützung per Funk vom Ärzteteam. Das Leben auf der Yacht ist sehr extrem. Die Crewmitglieder segeln für 4 Stunden. Dann haben sie 4 Stunden frei. Und während dieser 4 Stunden müssen sie essen und schlafen. Die meisten bekommen also gerade mal mehr als 3 Stunden Schlaf. Und wenn sie eine Richtungsänderung machen und die Segel ändern müssen, werden alle auf der Yacht geweckt, um zu helfen. Und so kann es sein, dass man auch mal überhaupt keinen Schlaf bekommt. Schwedische Baumaschinen, die in Lorient von Volvo präsentiert wurden, und ein Segelwettbewerb. Wie geht das zusammen? Volvo-Event-Koordinatorin Elin Swanström zeigt die Hintergründe des Sponsorings auf. Dies ist wirklich ein globales Sportevent. Und da Volvo ein globales Unternehmen ist, beteiligen wir uns gerne an einem Sportevent wie diesem. Es gibt sehr viele Parallelen zwischen dem Volvo Ocean Race und Volvo Construction Equipment. Unsere Maschinen arbeiten auch unter sehr rauen und extremen Bedingungen in der ganzen Welt. Wir folgen den Yachten überall hin, wir orten sie die ganze Zeit. Die Yachten führen jede Menge Telematik mit sich und das Gleiche gilt auch für unsere Maschinen, die man zu jeder Zeit orten kann, um zu wissen, wo sie sind und wie viel sie gerade verbrauchen. Der Besitzer der Maschinenflotte kann also immer seine Maschinen im Auge behalten. Wir sind in diesem Rennen, weil wir so viele Markenwerte mit dem Volvo Ocean Race teilen. Unsere Maschinen arbeiten in sehr extremen Bedingungen. Wir haben Maschinen, die in Sibirien bei minus 50 Grad arbeiten. Und sollte die Maschine ausfallen, ist dies eine Situation zwischen Leben und Tod für die Fahrer. Also darf die Maschine nicht ausfallen. Für uns ist die Telematik auf der Yacht genauso wichtig wie in unseren Maschinen. Genau wie die Crew auf den Booten so wichtig ist, sind es auch für uns unsere Servicetechniker und Supportteams bei Volvo Construction Equipment. As it is for us, we have our service technicians and our support teams, of course. Wie man sieht, gibt es sehr viele Parallelen zwischen unserer Arbeit unter extremen Bedingungen bis hin zu der Verlässlichkeit von Technologien und Leuten. Und genau aus diesem Interesse heraus beteiligen wir uns am Rennen. Sportliche Höchstleistung und technische Innovation der Produktpalette Volvo Construction Equipment. Beides fand in Lorient große Beachtung bei der Weltpresse. Die letzte Etappe des Volvo Ocean Race 2012 ist inzwischen beendet. Die Crew der französischen Groupama siegte vor dem spanisch-neuseeländischen Yachting-Team Camper. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.